Tante Ludmilla und Onkel Reinhold fallen nach dem zweiten Eierlikör direkt fast vom Sofa vor Schreck, wenn sie den Song mal sehen. Mein Gott, kann man das als Singen nennen? Das ist einfach nur Schreien. Ah, geil, das ist so ein geiler Song. Das kann ich leider nicht. Naja. Was sind Argumente, dass dieser Song ankommen könnte? Ich finde das insgesamt cool, dass sowas dabei ist. Und ich glaube, dass diese Metal-Fanbase auch echt was kann. Ja, das ist Wacken meets Eurovision. Ne? Da geht's mal ein bisschen zur Sache. Die Ungarn sind in diesem Jahr für mich da ganz sicher im Finale. Was ist das? Headbanging heißt das. Ja, Headbanging. Schütteln die ihre Haare, ja, ne? Wir beide machen auch manchmal Headbanging. Ja, machen wir auch. Wir aber schlau. Mhm. Perücke runter, schütteln. Also ich glaube, die einzigen, die dafür stimmen, sind die Männer, die das mit ihren Frauen gucken müssen. Es gibt ja, wenn du einen ESC-Abend machst, gibt es ja immer den Coolen in der Runde, der sagt, ja, das ist meine Musik. Ja, das ist meine, das andere ist vielleicht zu schwul, aber das ist meine Musik. Und die rufen dann an. Und wenn es davon genug gibt in Europa, dann könnte das vielleicht sogar funktionieren. Wer weiß. Es werden ganz viele Leute nicht fassen können, dass sich dieser Song qualifiziert und dass der am 12. Mai am Samstag ziemlich weit vorne landen wird. Denn da draußen, da sind ganz, ganz, ganz viele Metal-Fans, nicht wahr? Drei, vier. Eurovision.de ist eine schöne Seite. Es gibt viele tolle Videos. Ihr könnt zwar hier rechts anklicken und ihr könnt Kommentare schreiben und die Glocke drücken nicht vergessen.